Okay, Leute, es geht in komische Hacks, die aber am Ende des Tages anscheinend genial sind. Wir gucken, ob diese Hacks wirklich genial sind oder nicht. Ich werde ein ganz, ganz genaues Auge darauf werfen. So, wir haben hier einen Knasti. Die sieht auch richtig aus wie eine Verbrecherin, ja? Wie eine absolute Verbrecherin sieht die aus. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Okay, wir haben eine Kerze. Wir haben eine Kerze, Leute. Ein Teelicht, das angezündet wird. Darüber wird eine Zahnbürste mit der anderen Seite rübergehalten, die... wo das Plastik angekokelt wird. Jetzt haben wir die... Achso. Ah, und schon hat sie ein Messer. Was möchte jetzt ein Knasti mit einem Messer? Das müssen wir nicht weiter hinterfragen. Ich habe gedacht, dass wir jetzt irgendein Mittel, damit die ausbrechen können. Alltagstricks, ja, Alltagshacks. Wenn ihr mal eingeknastet wird, Leute, kommt im Leben mal vor, ja. Man kommt jedes Leben mal in den Knast. Dann dürft ihr diese Tipps benutzen und schon könnt ihr ausbrechen. Nice. Oh nein, ihr macht jetzt Lockenwickeln für Arme mit alten Klopapierrollen. Vielleicht gehen diese Tipps, vielleicht gehen sie auf, vielleicht klappen sie ja auch, ne? Aber wer zum Teufel steckt sich Klopapierrollen in die Haare? Keine Ahnung, so Kaffee, dann haben wir Bodylotion, dann Babypuder mit rein und das wird alles vermischt. Und dann musst du es am besten trinken. Ah ne, das ist denn Make-up. Okay, funktioniert großartig. Das sind richtig... Ja, okay. Ja. Wichtig im Knast, dass die Locken sitzen. Die Locken müssen im Knast sitzen. Okay, wir gehen als dieses... Ah, okay. Aus so einer Klammer holt sie dieses Metalldingens raus und damit kann sie ihre Handschellen öffnen. Danke für diesen geilen Alltagshinweis. Also, wenn ihr Handschellen mal anhabt, dann... ist das gut? Okay, was kommt als nächstes? Ich finde das irgendwie so interessant. Wir haben Würstchen, Heinz-Ketchup, Mayonnaise. Den Heinz-Ketchup haben die ja gut. Warum haben die da rübergemalt? Abgemarkert? Damit die keine Marken zeigen, aber Heinz ist fett zu sehen. Warum haben die mit Edding rübergemalt? Egal. Rahmnudeln. Okay, da packen jetzt erstmal diese ganzen Sachen rein. Ah, okay. Und jetzt sind die fertig, oder was? Okay. Okay, so kann man sich Knastessen machen, Leute. Wenn ihr euch im Gefängnis essen machen wollt, hier habt ihr eure Tipps. Okay, wir haben als nächstes... Weird ways to cook steaks. Also, komische Wege, um Steak zu machen. So, wir machen Öl, Salz, Pfeffer, dann in Alufolie dann einwickeln. Okay. Und dann mit einem Bügeleisen da drauf, ey. Wer? Eine Frage, wer macht sich mit Bügeleisen Steak? Ich weiß es nicht. Die Person soll sich bitte melden, ja? Schreibt mir einfach auf Instagram. Die Person, die wirklich Steaks sich mit einem Bügeleisen macht, die soll sich bitte bei Instagram bei mir melden. Weil das sind Dinge, die werde ich in meinen Lebzeiten nicht mehr verstehen können, ja? Also das ist raus, das geht raus aus meiner Birne. Das ist zu grob, das ist... Nein, das geht nicht. Okay, 5 Minuten warten. Ja, und schon ist das Steak fertig. Und dann so, wenn du Gäste hast, so, oh, schmeckt das Steak gut, wie hast du das denn gemacht, ne? Bruder. Einfach mit Muttis Bügeleisen, ne? Okay, was kommt jetzt? Jetzt hat er hier weiteres Fleisch, das sieht irgendwie so aus wie Beef. Das packt er jetzt in ein Hähnchen rein. Da packt er jetzt heißes Öl rein. Ah, okay, jetzt hat er das Fleisch in einem Hähnchen gemacht. Wer macht... Okay. Meinetwegen. Okay, nächste Methode. Dieses Video weird mich komplett an, aber ich habe gedacht, hier kommen wirklich geniale Hacks. Also, vielleicht sind sie genial, ja? Aber ich werde sie, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich sie jemals benutzen werde. Okay, wir haben Fleisch mit Öl, Paprika obendrauf.
Und in Toaster, okay. 10 Minuten im Toaster lassen. Und fertig ist das Steak, Leute. Lecker mit Paprika in einem Toaster. Mich würde mal interessieren, wie ein Steak aus dem Toaster schmeckt. Ob das annähernd so gut schmeckt wie ein normales Steak. Ey, jetzt mit dem Bunsenbrenner. Ey, es gibt ja immer perversere Wege, Leute. Wer hat auf diesem Planeten, wir sind 8 Milliarden Menschen, hat schon mal ein Mensch davon mit einem Bunsenbrenner ein Steak gemacht? Okay, dein Steak ist verbrannt, Bro. Aber das ist auch normal mit dem Bunsenbrenner, weil du kriegst das von innen ja nicht so gut durch. Ah, okay. Okay, Leute. Wir haben jetzt Crazy Lifehacks mit Spritzen. Da bin ich auch sehr gespannt. Mit Spritzen also. Schneiden die Spitze ab. Ah, und okay, da kann man denn das Innere eines Apfels rausstechen. Okay. Ja, okay. Ist nicht schlecht. Lässt Professor Imago durchgehen. What? Also, so eigene Spieße. Okay, das ist lustig. Ey, das war funny. Ja, gut, gebe ich zu. Okay, wir haben einen ausgeschnittenen Deckel. Und der wird an eine Spritze gemacht. Okay, was kommt jetzt? Jetzt kann man das... Ah, okay. Nee. Eigene Wasserspender kann man sich so machen. WTF. Okay, jetzt mit dem Strohhalm holst du Banane raus und dann kannst du mit der Spritze da einfach Schokolade reinfüllen. Und dann kannst du die essen. Okay, das muss Real Talk lecker sein. Hab ich noch nie gemacht. Okay, wir haben Zahnseide. Das wird jetzt hier in einem TikTok-Muster durchgedingst. Ah, und dann macht man sich so ein eigenes... Geil. Kann man seine Würstchen schneiden. Ja, wie hast du das denn gemacht? Ja, mit einer... Ups, so werden die... Mit einer Spritze. Wie bereitest du deine Würstchen zu? Mit einer Spritze. Ja. Freunde, mal ganz kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße raus an die Magangs, an das Kanalmitglied Thomas Verhagen, an Leo X, O, L, LOL, XD, XD, an Aroin, Adnan und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib auch mal einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Okay. Als nächstes haben wir hier in der Schüssel haben wir Kleber. Das Kleber wird in die Spritze eingezogen, wird dann hier zum Beispiel auf die Holzkante gespritzt und zusammen mit dem anderen Holzstück zusammengeklebt. Okay. Was soll mir dieser Tipp jetzt zeigen? Also man kann eine Spritze auch als Klebepistole nehmen. Ja. Da wäre ich so selber nie im Leben drauf gekommen. Nie im Leben. Okay, es geht in den nächsten Lifehack, Leute. Okay, wir schneiden das hier in der Mitte durch. Ah, und dann kann man das als... Okay, über ein Pflaster machen, damit das nicht nass wird. Toller Hack. Wie wär's, wenn du einfach kein Wasser darüber kippst? Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Nur mal so am Rande nachgedacht. Ja, ja. Ja. Too hot. Ja, gar nicht übertrieben, wie die schwitzt. Die schwitzt da gerade 3 Liter aus. Das ganze Gesicht ist nass. Okay, was hat sie jetzt vor? Oh mein, was hat... Ein Ventilator? Ins Bett? Ah, okay, lol. Geht das? Ich habe ja hier auch einen fetten Ventilator stehen. Das muss ich direkt gleich mal testen. Also das ist das Erste, was ich gleich mache. Direkt erstmal ins Schlafzimmer und testen, ob das geht. Weil wenn das da drin ist, muss es echt gemütlich sein, weil es dann richtig kühl da drin ist. Okay, was haben wir als Nächstes? Sie will ein Bett beziehen. Das kann sie sehr gut. Also wenn sie eins beherrscht, dann ist es das Bett beziehen. Okay, doch nicht. Oh, das ist jetzt ein Lifehack, wie man das Bett bezieht. Das ist doch das Leichteste der Welt. Okay, trocknen lassen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, mit Heißkleber. Wieso hat sie jetzt Heißkleber gebraucht? Das klemmt sie da ein. Und das... Nein, das ist jetzt nicht wahr. Dafür macht man noch nicht den ganzen Stress, damit man das da so ein bisschen besser rüberziehen kann. Also, ein Bett beziehen, das ist doch das Einfachste der Welt. Oh, Freunde. Aber Freunde, man muss die Videos lassen. Sie sind sau interessant. Sie sind wirklich super interessant. Ich liebe es mir, diese Lifehacks-Videos also anzugucken, auch wenn sie die Tipps teilweise, wie soll ich sagen, sind. Ja, genau. Okay, lasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen hoch da.
Und lasst auch vor allem ein Abo da, wenn ihr nicht in der Marke seid. Abonnieren kannst du gerade schon hier. Merchandise-Shop. Anderes Video, neuestes Video. Boom. Klickt euch durch. Gönnt euch einen Schluck Wasser, weil Wasser ist gesund. Ist sehr gesund. Und wir sehen uns morgen in einem neuen Video. Ciao.